Leute, und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transportfieber. Ja, tut mir leid, dass die letzten zwei Wochen sind jetzt mittlerweile schon kein Video rauskam. Ja, ich war zu beschäftigt mit der Arbeit und mit dem Nachbau. Da muss ich ehrlich gestehen, habe ich das Aufnehmen ganz vergessen. Ja, es tut mir furchtbar leid. Vielleicht kann ich es noch irgendwie besser eintakten bei mir, dass ich da mir strikt die Regeln mache, dass an dem und dem Tag wird aufgenommen. Ja, das werden wir dann sehen. Aber ich frage mich gerade, warum gehe ich denn hier eingleisig raus? Weiß das jemand? Daher die letzte Aufnahme ist leider schon etwas länger her, deshalb kann ich euch jetzt auch nicht sagen, warum wir da eingleisig rausgehen. Also, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schwachsinnig. Oder habe ich das einfach so gemacht, weil ich so eine coole Strecke durch die Stadt hier wollte? Das kann sein. Das kann natürlich sein, ne? Aber erstmal müssten wir hier das mal ein bisschen neu bauen, damit uns das hier nicht so, damit es uns nicht nervt hauptsächlich. So. Und dann werde ich jetzt einfach mal, wo wollten wir hin? Wir wollten hier nach Weigenheim. Okay, da habe ich gar kein Geld mehr für. Ist natürlich ein etwas doof. Mir das ganze Geld verbraten. Oh ja. Neue Fahrzeuge. Okay, was haben wir denn da gekauft, bitte? Wo ist denn das? Hier. Schon lange nicht mehr nachgeschaut nach der Zufuhr. Ah! Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, wir haben ja doch gesagt, dass wir es laufen lassen, damit wir Geld bekommen. Darlehen haben wir auch noch. Dann würde ich das mal erstmal zurückzahlen. Weil da müssen wir ja auch einiges zahlen, wenn wir hier Darlehen haben. Oh, jetzt sind wir 2,5 Millionen im Minus. Oha. Okay. Die Personenstrecke fährt aber auch noch, wa? Okay. Okay, jetzt machen wir irgendwie nicht mehr so viel. Jetzt kommt aber wieder die Abrechnung. Also wir könnten hier einiges sparen. Ein Fahrzeug, weil da fährt extrem viel rum. Das ist die kleine Strecke hier. Und da könnten wir... Macht eh Haufen Minus, weil dann können wir sagen, einmal verkaufen,
Der hat Lebensmittel drin. Oh, den müssen wir auch verkaufen. So. Der hat auch Lebensmittel drin. Der hat keine. Dann sagen wir erstmal jeweils 3. Und von den automatischen machen wir mal nur 2. Obwohl das ja eigentlich auch zu viel, weil hier wartet ja eh nichts. Dann könnte man ja schon fast sagen, wir hauen mal alle automatischen raus. So, die hier macht auch jede Menge Minus. Die hier auch Werkzeuge Dornburg. Okay. Die hier auch Kunststoff. Ah ja, okay, da weiß ich, welche das ist. Die macht hier am meisten Minus. Und die hier, also jetzt schauen wir das mal an. Das ist die Strecke. Da könnten wir im Grunde mal sagen, geh mal ins Depot. Das war Facebook. Warum das auch immer noch offen ist, weiß ich nicht. Die hier macht auch Minus. Wieso macht die denn Minus? Ist die gleiche. Runde. Können wir doch sagen, wir haben hier einmal Werkzeuge, die machen so viel Minus und wir haben einmal... Hier oben könnten wir doch jeweils sagen, einer darf ins Depot. Ja, okay, geht nicht. Da ist der leer. Geht auch nicht. Ja, von mir aus. So, der und der, wo sind die denn? Du bist da. Und du bist gerade da. Okay, lass mal laufen. So, und wenn du dann abgeladen hast, oh, Facebook, du gehst mir jetzt ein bisschen auf die Eier. Der andere kommt ja da, glaube ich, auch schon, jawohl. Du ladest bitte auch ab und dann schicken wir dich auch erstmal ins Depot. So und so. Ui, hier ist jede Menge Stahl. Wieso ist hier Stahl am... Ah, der Stahl wird hier weiter geliefert. Ich verstehe. Ach so, hier wird Stahl produziert. Okay, okay, okay. Okay. Wo geht der Kunststoff hin? So, der Kunststoff wird ja dann auch hier mit einem anderen Zug weitergeliefert, wa? Okay, ja. Den hier mal. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, und dann sind wir schon mal wieder bei 30 Millionen. Können wir den Rest hier mal zurückzahlen. Und dann mache ich mal kurz Pause. Weil wir wollen ja jetzt hier durch die Stadt durch.
mache ich mal so. Müssen wir das hier leider abreißen, so leid es mir tut. Bloß jetzt dürfen wir das und das nochmal neu bauen. Das hier sieht auch furchtbar aus. So. Und dann lasse ich nämlich das hier mal wieder weiterlaufen. So, dann geht es weiter hier nach hinten. Oh, speichern. Oh, sehr schön. Geht dann hier weiter und dann schauen wir mal. Oh, jetzt müssen wir wahrscheinlich das hier auch wieder neu bauen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ja, und das hier auch. Jawohl. So. Okay. Sehr schön, erstmal. Dann muss ich kurz weiter überlegen, wie machen wir das da hinten. Da wäre natürlich so eine Flying Junction nicht schlecht. Mal gucken, ob ich mir hier noch ein paar Mods reinladen werde. Höchstwahrscheinlich ja. Fährt die ohne Probleme drüber, das ist schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir hier wieder irgendwie die Anbindung hinbekommen. Ja. wie machen wir das jetzt? Da ist die Steigung so groß. Welche Steigung wäre denn da zu groß? Aha. Das muss mal einer verstehen. Also ich habe es nicht verstanden. So und so. Machen wir hier einmal zack und dahin. Machen hier noch eine Weiche rein. Oh. Spiel. Ne. Warum Spiel?
Okay, so rum scheint es irgendwie besser zu gehen. Ja, man muss halt so rum. Muss hier noch eine rein. Warum? Zack, zack. Dann muss höchstwahrscheinlich hier dieser, ja, diese Kreuzung hier weichen. Da ich die aber nicht komplett verlieren möchte. Oh. Ach, du Heilige. Ja, bauen wir erstmal. Oh. Mein Gott. Spiel. Bau es doch so. Und sieht doch wenigstens etwas erträglicher aus. Mhm, geht nicht. Aha. Jetzt geht's. Ich sehe gar nichts, ich muss hier bauen. Hallo? Okay, das geht irgendwie nicht. Warum geht das nicht? Das ist jetzt Autosave. Okay, Pause. Oh je, oh je, oh je, oh je. Machen wir einmal so. Dann machen wir natürlich so. Und noch einmal hier rüber. Ich schalte gleich mein Facebook aus. Also bis mal einmal wieder am Aufnehmen. Nur musste jeder auf Facebook schreiben. Nein. Ich möchte das ganz gerne so haben, dass es mir nicht auf die Eier geht. So ist gut. Oh nee, so ist nicht gut.